Guten Tag YouTube, da sind wir wieder neu geladen, mit einer neu geladenen Pause auch. Oder ich bin frisch aufgeladen. Der Fehler ist auch wieder weg zum Glück mit den Handelsrouten. Da können wir dann sofort hier weitermachen. Aber die Lage ist gut. Wir gehen jetzt wirklich in den kompletten Endspurt, habe ich letztes Mal schon gesagt, aber jetzt haben wir schon unser zweites Projekt weg. Wir können jetzt gleich unsere Marskolonie starten. Das ist auch sehr schön. Und geht auch hier Richtung Zukunftsausrichtung. Haben wir auch die Möglichkeit, ich muss gerade mal gucken, wie lange wir für Robotik noch brauchen. Viel zu lange, das ist ja, oh wow, da müssen wir echt noch viel nachforschen. Robotik, also bräuchten Optimization Imperative, bräuchten wir schon. Wir werden jetzt auch kurzfristig, glaube ich, keinen großartigen anderen Boost geben. Könnten natürlich höchstens das hier holen noch. Digitale Demokratie ist auch nicht schlecht. Einfach deswegen, weil wir plus 2 Annehmlichkeit überall kriegen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann können wir uns einfach mal eine Rockband kaufen. Und dann gehen wir darauf kurz. Als Übergang zumindest. Wir kriegen ja keinen Minus Wissenschaft wie beim ersten. Nämlich, wie hieß das nochmal? Ja, Venture Politics, also hier diese liberalistische Firmenpolitik. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Weiß nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Finde es aber auch sowieso die Idee ein bisschen komisch. Das ist aber eher eigentlich die militärische Sache. Aber okay, man wollte wohl keine negativen Lichter auf die Gesellschaften werfen. Aber ja, wenn die Firmen nachher regieren, wird das keine positive Geschichte sein. Und glaube auch nicht etwas Liberalistisches. Aber gut, das ist Politik, gehört hier nicht rein. Ja, wir gehen weiter hier auf unseren Kameraden, werden weiter den Industriebezirk pushen. Ja, gut, wir haben einen großen Admiral. Mir jetzt relativ wurscht. Jetzt können wir unsere Marskolonie senden. Die Stadt ist so produktiv, also so busy, sage ich mal. Die kommt nicht mehr dazu, die Standardgebäude zu vervollständigen. Okay, dann können wir ja wieder unseren Bauarbeiter als Ladung benutzen. Wir haben 7 Runden und das pusht das dann um eine. Dann haben wir schon noch 6 Runden. Das können wir wohl nur einmal pro Runde. Also jetzt können wir es nicht nochmal machen. Das müssen jetzt die Runde überspringen und kaufen uns dann hier den nächsten Bauarbeiter. Können wir direkt hier hingehen. Genau. Was haben wir hier? Da habe ich gerade irgendwas. Eine Stadt hier, die flippt jetzt auch gleich. Ne? Ja. Die bleibt erstmal voller Loyalität. Kann ich verstehen, weil irgendwie so eine Mittelposition ist. Die kriegen wir gleich. Er hat leider wieder die Loyalität hier gefangen, wegen Rainer. Das ist natürlich echt bescheiden. Wir sollten vielleicht Armani aufpushen und dann rüberschicken. Nach Jerusalem, wenn wir es dann haben. Wir den ein bisschen Druck unter Druck setzen können. Was kannst du machen? Du brauchst mal... Ich will jetzt nicht hier auf einen Tourismus noch gehen. Ich will hier schön große Städte wachsen lassen. Das heißt, ich würde hier auf Food Market gehen. Ein bisschen Nahrung dazu kriegen. Ja, hier können wir eine Schiffswerft bauen. Ah, ne, Quatsch, können wir nicht. Hier müssen wir... Ah, doch, das ist... Ne, Quatsch, eine Stadt tiefer ist das mit dem Wasserpark, ich wollte schon sagen. Was ist hier neu gekommen? Was haben wir hier verloren? Wenn wir mehr Kultur haben. Haben wir eigentlich schon reichlich. Brauchen wir eigentlich... Ne, haben drauf gepfiffen. Was ist denn hier weggekommen? Gar nicht realisiert. Ich würde eigentlich gerne das hier noch haben, das ist nicht schlecht. Echt nicht, was jetzt weggekommen ist. Egal. Plus 2 Produktionen für jede Handelsroute ist auch eine super Sache. Da haben wir noch mehr Geld, noch mehr Produktion. Das ist das, worauf wir hier spielen. Ja, du. Keine Ahnung. Hier, gib mir mal Loyalität. Unser Hafen schwimmt übrigens in der Luft, wie man hier sieht. Sehr gut. Sehr spannend. Ich habe mich schon gefragt eben, ob, wenn das hier passiert mit dem mit der Überflutung, ob der Hafen dann auch weggeht. Weil die Distrikte, die überspült werden, dass das hier wie hier verloren geht, die gehen kaputt, die kann man neu bauen. Aber der Hafen bleibt tapfer einfach da und ja, gönnt sich, um sozusagen. Ja, unsere Rockband hat hier ein Level, keine Ahnung, brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Machen wir einfach mal ein bisschen Performance auf Distrikten da. Hier, du hast auch ein Level, das ist schön. Kriegt uns aber hierbei nicht so viel. Ja, machen wir trotzdem. Andere ist alles auch schäbig. Ja, nehmen wir auf. Oh, du brauchst ja mal ein bisschen. Schon wieder mal ein bisschen Wohnraum. Das ist die ärgerlich. Wieso wächst du so schnell? Was soll der Mist? Ach ja, stimmt, das war ja der Plan. Ups. Okay, ja, keine Ahnung. Und dann müssen wir auf jeden Fall gleich Food Market bauen. Dann hauen wir hier das, glaube ich, weg. Brauchen wir mehr Produktion? Ne, du hast 184. Das reicht.
Durch die, erstmal durch diesen Mod. Übrigens, der Mod mit der Produktion pro Einwohner ist natürlich auch für die Computer so. Also nicht so, dass ich das nur kriege. Das auch die bauen damit schneller, wenn sie große, schöne Städte haben. Das ist, wie gesagt, einfach wichtig, dass man das Wachstum mal richtig nutzen kann. Weil das Wachstum ist halt in 6. Außer am Anfang finde ich schon, das ist schon wichtig, aber sonst recht schwach. Deswegen habe ich das gemacht. Aber wir haben halt auch jetzt durch Ruhrgebiet ja jede Stadt hier drumherum gepusht. Also ich glaube, alle Städte, die hier sind, haben diesen Push durch Ruhrgebiet bekommen. Das ist schon genial. Was brauchen wir hier noch? Ne, ich dachte, wir hätten hier. Ne, wir haben einfach eine Börse, ist okay. Okay, wir haben uns Gold geklaut. Wahnsinnig interessant. Da kommt wieder Rainer. Er nimmt Rainer weg und schwingt wieder Rainer rein. Auch interessant. An opera begins long before the curtain goes up and ends long after it has come down. It starts in my imagination, it becomes my life and it stays part of my life long after I've left the opera house. Yep, Sydney. Und dann haben wir ja eine neue Regierungsform, nämlich digitale Demokratie. Boah, da haben wir ja ein bisschen was mehr Auswahl. Was ist jetzt, das ist rausgekommen, das ist rausgekommen, die kommen da bitte wieder rein. Ja, und dann können wir hier weiterhin unsere, bitte, hallo, okay, unsere Routen boosten, würde ich auch weiterhin so wollen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das rausnehmen soll für mehr Geld, aber wir kriegen so viel Geld, 10.000 mittlerweile. Dann können wir jetzt auch in die Zukunft, ah ne, können wir noch nicht, wir brauchen noch Environmentalism, also, was ist das dann? Nicht Umweltschutz, sondern... Aber irgendwie auch, so Umweltschutz, Ökologie, Umweltpflege, weiß ich nicht mehr, was auf Deutsch bedeutet. Markt. Aquatisches Zentrum, ja, aquatisches Zentrum ist ja mehr als Aquarium. Du hier, Machu, da gucke ich jetzt nicht, diesmal nicht auf den Theaterdistrikt, den Theaterplatz, dass wir da wirklich mal nicht wieder darauf gucken. Du könntest auch ein bisschen Housing gebrauchen. Wir haben hier so Schrottplätze. Nimmst du da einfach mal. Kapiti, du hast jetzt alles durch, was wir brauchen. Workshop. Du knallst jetzt hier wieder die Kolonie nach vorne. Und jetzt haben wir gleich schon unser, da haben wir schon unser fast letzten Schritt. Danach kommen nur noch die Zukunftstechnologien, die wir brauchen. Also noch sind wir noch immer nicht dabei. Das dauert noch immer lange. Erstmal reißt unser Raumschiff, sag ich mal, unsere Kolonie. Ist eins pro Runde. Also ein Lichtjahr pro Runde. Wir brauchen 50 Lichtjahre, also müssen 50 Lichtjahre weit reisen. Und diese 50 Lichtjahre können wir beschleunigen durch so Technologien, die hier in der Zukunftskategorie sind. Nicht das hier. Eine einzige Technologie, die brauchen wir. Dann können wir mit Aluminium das beschleunigen und mit mehr Energie das einfach beschleunigen. Ja, das müssen wir halt dann erreichen. Da brauchen wir aber noch was. Also das heißt, sonst werden nochmal 50 Runden vergehen auf jeden Fall. Aber jetzt lass es doch einfach verloren gehen. Ist doch gut. Ja, damit haben wir die Kolonie. Bringt, glaube ich, sonst nichts. Ne, genau, einfach nur. Wir haben es ja gestartet. Irgendwo ein Sturm interessiert uns nicht. Housing-Probleme hier wieder. Können wir hier was gegen tun? Ja, bestimmt. Können wir hier was dagegen tun? Ach, guck mal, wir haben ja auch eine Religion, die uns Glauben kaufen lässt. Auch nicht schlecht. Nicht wirklich, ne? Können wir mal einen Bauarbeiter bauen? Vielleicht können wir dir irgendwie so helfen. Kaufen wir, glaube ich, einfach mal die Sachen hier durch. Einfach nur, damit wir sie haben. Wir brauchen jetzt kein Raumfahrtzentrum mehr zu kaufen. Wir haben es ja jetzt schon hier. Wir könnten es halt hier nachher vielleicht noch kaufen. Also habe ich, glaube ich, auch mal geplant, aber wir haben eigentlich genug Zeit. Aber ich will es ja ein bisschen optimieren, damit wir vielleicht schneller noch durchkommen. Aber gut. Jetzt haben wir erstmal nichts hier zu tun. Also wir müssen jetzt die Zukunftstechnologie raushauen. Wir können also hier eigentlich, hätte ich auch gar nicht kaufen müssen. Weil wir jetzt einfach hier erstmal in Ruhe weiterbauen können. Bank. Sendezentrum. Campus. Ach, das hat sich schon, jetzt schon eingesackt. Brauchen wir aber auch nicht mehr. Dann machen wir Seaport. Aber wir können jetzt auch unsere ersten Energiemethoden bauen, die nicht Kraftwerke sind. Kann sich da schon mal hinpflanzen.
Also man könnte jetzt am besten noch die Politik reinbringen, die halt noch mehr Ladungen gibt für die Handwerker. Ja, ist okay, ne? Brauchen wir halt noch schneller die Sache geboostet. Ist aber nicht so wichtig, finde ich. Können wir gleich nochmal gucken. Bauen erstmal hier schön weiter aus. Schauen wir da mal nach. Der Food Market. Lecker Shopping Mall. Der Food Market ist ja dann einfach ein Lebensmittelgeschäft. Ach, guckt euch dieses Teil hier an. Willst du nochmal zeigen? 10, 5, 3. Aber ich, das ist nicht mehr ein Rekord. Also ich hatte wirklich mal so. Also Nahrung ist, glaube ich, mit der Rekord. Ich hatte wesentlich mehr Produktion noch. Bisschen traurig, dass wir es nicht haben. Kann man auch mal einen Damm bauen? Ja, warum nicht, ne? Kann man sich auch ab und zu mal gönnen. Ich glaube, ich hätte eher hier hinten mal was kaufen sollen. Ich hätte mir das Geld noch für die Fabrik und so aufbewahren sollen. Ah ja, jetzt können wir hier unsere ersten Solaranlagen bauen. Jetzt wieder ein Boost. Bringt uns zwar eigentlich nichts, weil wir sind viel zu weit mit unseren Boost-Geschichten. Ach, wir hätten Technologie klauen sollen. Ach, Mist. Ja, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal moderne Energieformen. Ja, sehr schön. Dann gehen wir hier mal hin und holen uns noch Windturbinen. Haben wir Krieg erklärt? Was ist das, Philipp an Nubien wieder? Und dann haben wir Jerusalem jetzt gekriegt. Okay, er redet einfach weiter. John Bean, das habe ich dir nicht erlaubt. Oh, Ottermel. Er hat es wieder geschafft, ne? Das ist echt ein Sack. Wie macht der das? Was ein Typ, was ein Typ. Ach, du hast auch Housing-Probleme. Ja gut, das machen wir jetzt gleich. Ja gut. Ah, wir können dir die mal geben. Du baust uns jetzt Golden Gate Bridge, bitte. Warum? Wie, was? Habe ich vergessen, das zu kaufen? Ich bin echt ein eine Hohlfrucht. Ja, so viel zu Golden Gate Bridge. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, das gebe ich ganz ehrlich zu. War aber auch nicht so clever von mir gemacht dann. Ach ja. Die Flugbarriere kam zu spät, oder was? Oder wie? Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Das ging ja so schnell. Da seht ihr, das, was ich meine. Die Flugbarriere ging ja jetzt hier recht schnell. Hat 9 Runden oder so. Ja, zu spät. Das fällt schon weg. Das heißt, wir können Amundsen leider nicht bauen. Hätte ich gern mal gemacht. Weil es nicht so oft ist, dass man die bauen kann. Naja. Das ist schade. Ein bisschen ärgerlich auch, einfach weil das so schnell ging. Ah ja, Uran. Haben wir eigentlich Uran? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Habe ich das weggeklickt, wie so ein Wahnsinn, wie immer? Ah ja, hier haben wir Uran, ich wollte schon sagen. Dann kaufen wir uns hier doch mal einen Bauarbeiter. 12 von 16 ist alles gut. Öl ist jetzt maximiert. Müssen wir hier nochmal einen Kohle bauen. Leuchtturm. Du kannst dich weiter reparieren. Ja, ihr campt jetzt erstmal eine Runde hier, pennt eine Runde. Da haben wir jetzt nämlich noch das Problem, was, also ich dachte, das dauert schon lang. Wir müssen jetzt hier reinkommen. Wenn natürlich jetzt hier direkt das gewesen wäre, wären wir relativ schnell gekommen. Allerdings jetzt die Zukunftstechnologie finden, die uns halt diese Beschleunigung des Ganzen bringt. Ja, wir sind jetzt. Ach ja, stimmt, nee, Quatsch. Oh, wir haben sogar noch einen Schritt, habe ich noch vergessen. Seht ihr, wie blöd ich bin? Wir haben hier noch einen Schritt. Das heißt, wir müssen noch mal einen Exoplaneten irgendwas losschicken. Noch eine Expedition losschicken. Die ist noch hier drin. Und dann gibt es noch eine Technologie, die das Ganze noch beschleunigt. Stimmt, wir sind auch nicht mal in den letzten Schritt. Also wir haben noch einige Schritte. Also noch zwei komplett große Schritte vor uns. Gar nicht mehr dran gedacht. Das heißt, wir sind wirklich noch ein bisschen weit weg. Also wir haben ja genug Forschung und alles. Wir haben noch viel zu viel Kultur. Oh je. Vor allem, ich möchte es nochmal sagen. Ich habe mit dem Inka mal ein Spiel gespielt. Da war ich wirklich am Kämpfen. Und ich habe auch noch letztes Mal mit Wissenschaft, also meistens jetzt nur mit Wissenschaft Sieg gewonnen. Deswegen, weil die Leute so viel Kultur gemacht haben, dass ich überhaupt keine Chance hatte, das zu gewinnen. Und jetzt, ohne mich zu bemühen, großartig. Ich hab's jetzt so super. Naja, gut. Manchmal hier ist Exodus Imperativ, das ist das, was wir brauchen, um das nachher zu fördern. Das ist nicht deswegen, weil wir plus 3 Aluminium, plus 3 Power kriegen für jede Stadt, die ein, also jeden Spaceport kriegen. Sehr gut, das sollten wir das dann direkt mal nehmen. Schiffswerft. Können wir hier auch noch einen Spaceport bauen? Warum nicht?
Oh ja, stimmt, ich wollte Amani jetzt mal zurückholen, um ein bisschen Loyalitätsdruck aufzuüben. Jerusalem bitte. Dann verlieren wir, glaube ich, wieder Maskat, aber das ist nicht so schlimm. Ist mir ehrlich gesagt egal. Kriegen wir nämlich hoffentlich hier den mal geflippt. Das sind ja immer nur zwei Runden. Er schafft es immer irgendwie, das noch aufzuhalten. Punk, bitte. Wo ist das? Eine Heftchen. Da. Ja, eins haben wir noch übrig. Ah, ne, haben wir nicht. Da ist ja noch was. Ach, wir haben gar kein Amphitheater mehr dann. Bleib mal da. Uran anbinden, danke. Jetzt können wir nämlich auch auf die Forschung hier gehen. Ah ne, das wollte ich gar nicht. Ich brauche ja hier Robotik, stimmt. Noch mehr Solaranlagen, ein bisschen Energie können wir immer gebrauchen. Die Stadt wächst hier, das ist so genial. Genauso wie ich es haben wollte mit der Stadt. 26 sind wir schon. Klasse, und das mit diesem Mod, diesem Wassermod, kann man halt tatsächlich auch recht große Städte kriegen. Die sind da nicht sehr, sehr produktiv, aber sind halt sehr groß. Und die Stadt ist ja nicht am Wasser, also die hat ja kein Feld, was Wasser wirklich ist. Trotzdem wächst sie so genial wegen diesen ganzen Terrassenfarben. Mal guckt euch das an, was wir hier haben. 8 Nahrung, 6 Nahrung, 10 Nahrung, 8 Nahrung, 8 Nahrung, 6 Nahrung. Ich glaube, die gehört auch noch dazu, ne? Ne, gehört nicht zu dir, gehört hier zu. 5 Nahrung aber auch hier, das ist schon echt super. Musiker. Ja, Seehafen, Bank. Ja, bau mal einen Spion. Händler bitte. Ich hab's wieder getan, ich weiß. Ich setze es jetzt hier hin. Da haben wir nämlich plus 1er. Ja, Seehafen. Traurig, dass wir jetzt unten nicht die Schneestation bauen können. Finde ich echt ärgerlich. Aber gut. Nichts dran zu tun. Ein bisschen Energie hier rauspumpen. Aber wir könnten auch nochmal das Öl nochmal befördern hier. Ah, sehr schön, jetzt ist es gefallen. Bleibt aber loyal wegen dem Gedöns. Dann glaube ich, gehe ich mal dahin mit meinen Soldaten. Was ist da passiert? Was? Okay. Keine Ahnung, was das war. Weiß ich nicht. Wir gehen jetzt hier rüber. Ah, jetzt hatte ich die Artillerie natürlich nicht rübergebracht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Hab ich mir dran gedacht. Mist. Spion. Spion. Händler. So Kapazitäten da mal ausschöpfen. Das ist, welche Stadt? Das ist gut, ne? Müsste sein. Ja. Ja, weiter Geld sammeln, ne? Wir brauchen Geld, Geld. Und wollen Sudo auch nerven. Weiter Energie. Oh, da hat jemand unsere Position gestört im Wilka Haman. Aber nicht so nett. Moderne Zeit haben wir jetzt. Erst in der modernen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der spricht. Ja, ich weiß, dass du uns hast. Jetzt kommt wieder dieser schwarze Bildschirm und du liebst uns deswegen. Okay. Und wir haben unseren ersten Seepack richtig ausgebaut. Und wir haben unseren Exodus Imperativ. Oh, sehr schön. Die haben alles durchgezahlt. Ah, er hat ein normales. Das ist schade. Aber wir haben das eigentlich ja gepusht, was wir wollten. Nehmen weiterhin die Produktion vom Campus. Und jetzt haben wir Exodus Imperativ, wie gesagt, 3 Aluminium, 3 Power. Ja, Robotik ist noch immer nicht in Sichtweite, ne? Das ist ja echt nervig. Klima ist vollkommen... Ah, ne, komm. Wenn du es jetzt abzugraden, dafür nochmal abzubrechen. Du machst jetzt auch noch einen Wasserpark hier. Börse. Was können wir hier noch Nachbarschaft bestücken eigentlich? Ah ja, wir haben ja Christo Redento gar nicht geschafft. Können wir ja da hinhauen. Kunstmuseum. Ja, bauen wir hier wieder ein bisschen Energie.
Papapapapam, genau. Wir gehen wieder zu unserem Kameraden hier. Oh, ein Carrier hat er. Nicht schlecht. Auch selten gesehen bisher, Carrier. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Das hat man ja schon mal beim Maori-Lesbe, glaube ich, gesehen. Komisch, dieses Bibelzitat, aber okay. Der Kanal stimmt aber nicht. Also hier kann kein Schiff wirklich reinfahren. Das funktioniert so nicht. Das wird so nicht klappen. Radium bitte. Naja, wir wollen ja Maskat wieder kriegen. Mein Maskat. Danke. Oh nein, dann klaut der sich. Kann er das mit dem Aircraft Carrier einsammeln? Nee, oder? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Was habe ich getan? Oi, wenn wir schon vor der Bibel reden, vergib ihn, Herr, denn ich wusste nicht, was ich da jetzt getan habe. Okay, nee, alles gut. Alles gut. Naja, also kriegen jetzt die Robotik nichts, aber egal. Und damit haben wir die Hauptstadt von Maori, die gehört jetzt auch uns, wunderschön. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Nö, ne, die war ziemlich meh. Meh. Und alles zerstört, ist auch klasse. Reparieren wir erstmal wieder mühselig alles. Hier brauchen wir eine Schiffs... Was ist das nochmal? Schiffshafen, ne? Seehafen. Ah, hier müssen wir wieder was reparieren. Du gehst jetzt, glaube ich, mal nach Ägypten. Die soll ja auch mal ein bisschen Spaß abkriegen hier. 22, 34, ist alles gut. Könnten wir ein Lager mal bauen, haben wir auch. Dann machen wir erstmal ein Händler. Haben wir eigentlich neue Zukunftstechnologien enthüllt? Ne. Wissen auch noch mal nicht, wohin müssen. Das ist nicht ärgerlich. Wir hätten... Ne, wir haben noch Wissenschaft drin. Naja, bräuchten mehr... Untertan. Und wir bräuchten eigentlich auch mehr, viel mehr Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat hier überall nur Theaterbezirke gebaut. Ne, hat auch Campus. Ich verstehe das nicht. Hm, sehr merkwürdig. Aber jetzt bräuchten wir dich doch nicht. Bauen wir trotzdem mal aus. Solaranlage. Ja, genau. Meine Armee ist schwach. Hast recht. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, du hast auf jeden Fall gute Chancen gegen mich. Am besten erklärst du mir den Krieg. Ich denke, das wird ganz gut für dich laufen. Und überall Dürren. Bauen wir um. Hier plus 3. Ich denke nochmal kurz. Plus 3 Power, also Energie in allen Städten. Das ist schon mal sehr gut für die nachher, was wir noch brauchen werden. Und 30% Produktion halt für Distrikte, Projekte. Das ist ja das, was wir halt brauchen, um die nachher den Wissenschaftssieg hinzukriegen. Ja, und dann gibt es ja eigentlich nichts mehr, was wir wirklich brauchen. Wir können jetzt einfach hier, keine Ahnung, alles erforschen. Sonst haben wir nichts mehr. Gerne, ne, bringt jetzt gar nichts mehr, dann holen wir uns auch wieder Geld. Aquarium. Ja, bau dir mal ein nukleares Kraftwerk. Händler. Jetzt gleich mal ein paar Projekte einfach durchhauen, damit das hier nicht immer, uns das nicht immer belästigt. Weil jetzt sind wir eigentlich so wieder mit unseren Städten recht weit vorne, da wir hier diesen tollen Start hatten. Was ist jetzt schon wieder rausgeflogen? Ah ne, wir haben ein neues. Ach ja, wir haben ja jetzt andere Dinge. Das brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben alle Wunder. Außer Armmunzen, aber das kriegen wir ja nicht. Dann würde ich jetzt das mit den zwei Charges dann doch dazu nehmen. Brauchen wir noch irgendwas. Ah ja, hier das natürlich. Mehr Aluminium, mehr Power. Können wir mal raus tun, dafür nehmen wir lieber ein bisschen Geld. Mit einem Commercial und Harbor, vielleicht bringt das sogar noch mehr. Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Machen wir mal so. Aber das hat auf jeden Fall ordentlich gebracht, das ist gut. Saragossa. Nipper. Du kannst dich hier hincampen. Kann ich auch verschanzen. Du kannst dich endlich mal upgraden. Komm hier, wirst du zum
Supply Convoy. So wesentlich schlechter als ein Rambock, komischerweise, aber gut. Sei es drum. Ups, das wollte ich nicht. Genau. Okay, jetzt gucken wir mal. Haben wir ja. Achso, noch haben wir nichts. Klasse. Ja, da müssen wir jetzt mal das enthüllen und mal sehen, was dabei rauskommt. Jetzt wird natürlich alles prolongt. Nicht, dass wir gleich tatsächlich noch immer einen Kultursieg haben. Wir haben jetzt zwar minus 10%, aber wir kriegen so viel Kultur jetzt dazu. Haben wir hier irgendwo noch einen. Auch bauen wir einfach mal ein Lager. Haben wir halt mal getan. Dann doch jetzt weiter. Artmuseum. Seehafen, hier bauen wir, machen wir die Route wieder standardgemäß. Oh, Housing hier wieder. Dann machen wir das doch bitte erstmal. Oh ja, da müssen wir mal einen von den richtig schönen Feldern hier wegnehmen. Irgendwas, das ich vielleicht noch klauen könnte. Na, hier das, ne? Das ist das Schlechtere von allen. Zack. Das Wachstum, weil das ist so genial. Das ist echt genial. Jetzt bitte das aquatische Zentrum. Ja, du kannst jetzt einfach mal hier, gehen wir mal auf Distrikt und mal einfach Campus Research. Wir brauchen unsere Technologien hier. Können wir hier jetzt genauso machen. Hier werden wir uns nämlich jetzt auch noch einen Hafen einfach kaufen, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Hier können wir noch was bauen. Hier können wir auch noch was bauen. Du holst hier erstmal Quellen. Du holst hier auch erstmal Quellen. Und du gehst nach He. He? Und du gehst hier wieder deine Schrift ab, die von Mary Shelley. Und ich kriege einen Schluck zu trinken. Hat er ganz getan? Ja, gut, Geld geklaut ist nicht so schlimm. Ja, mehr Wachstum geben die mir sowieso. Meistens geben sie das immer den Spieler. Ich weiß nicht warum. Die wollen einfach die Loyalität runterkriegen. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich möchte gerne Wissenschaftspunkte haben. Und ich möchte mich natürlich auch wieder als diplomatischen Sieger hier sehen. Ah, und Physik. Das wird aber, glaube ich, zu spät kommen. Aber wäre eine ganz coole Sache eigentlich. Oh ne, sie haben es tatsächlich mal nicht mehr gemacht. Also wirklich, das ist jetzt nicht, weil ich, keine Ahnung, darauf sauer bin oder so. Das haben die bisher immer so gemacht. Spannend, finde ich gut. Seit ist es durchgekommen, ich habe meinen Siegpunkt, das ist auch schön. Und wir kriegen nochmal einen Siegpunkt. Wie viele Siegpunkte haben wir eigentlich? In Diplomatie? Ah, nur 5, okay. Machen wir trotzdem mal hier den... Geben wir den Spanier nochmal 2000 Gold. Dann haben wir denen geholfen. Auch Wohnraumprobleme und hier kriegen wir unseren neuen. Okay. Okay. Was zum Teufel war das? Ach so, weil ich. Wir haben jetzt drei große Wissenschaftler bekommen aus dem Grund, dass wir hatten ja einen gepasst, wir wollten den ja nicht haben. Es hat so lange gedauert, bis jemand anders den hatte, dass wir drei in der Zeit angespart haben. Was zum Teufel? Das habe ich auch noch nie erlebt. Also wirklich, ich dachte schon gerade, was ist denn jetzt passiert? Das bringt uns gar nichts. Bringt uns auch nichts, aber wir haben mehr Wissenschaft, das ist schön. Also die Boosts brachten sich die Heurikas. Setz ab. Wir sind auch im Herrschaftsdienst im Warmweiz. Ich gebe dir ganz sicher keine Sachen. Ich kann dir aber hier so was geben, wenn du das willst. Hier, was willst du haben? Was willst du haben? Hm? Aluminium? Ja, komm, dann gib mir das. Hier mein Spion wieder. Ja, ist mir egal. Autsch, Flut. Achso, weil wir hier doch keinen Damm haben. Könnten wir das nächste Mal bauen hier? Können wir nicht.
Warum? Ach so, weil das hier nicht für uns ist, ne? Das ist aber eigentlich schon fast zu schade für den Damm. Können wir denn das hier wieder zu uns? Ne, ist zu weit weg. Okay, egal. Ups, das wollte ich nicht machen. Wir können reinlocken. So. Einmal noch ein Händler. Kriegen wir drei nur, ne? Hier kriegen wir noch mehr, wenn wir jetzt gleich kriegen, dann machen wir noch Öl. Kaffee, wir müssen nämlich hier nochmal die Pipelines anbilden. Also, wir haben ja kein Geld mehr. Dann baut uns einfach mal ein. Nuri. Ja, hier kriegen wir jedes Mal für jedes Artefakt 350 Wissenschaft. Das ist auch nicht schlecht. Dann kommen wir nämlich hier voran. Ah, wir haben Seastone. Oh, das wollte ich aber gar nicht boosten. Aber wir müssen jetzt sowieso. Wir haben leider Pech. Die Texte, die wir brauchen, sind leider noch tiefer drin. Das ist ziemlich ärgerlich. Also, wir machen jetzt einfach. Wir brauchen jetzt nicht drauf zu klicken. Gucken uns erstmal an. Seastone ist natürlich schön. Bringt uns in dem Spiel jetzt nicht so viel. Ist eine schöne Sache. Aber ja. Haben oder nicht haben, ne? Go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. Sehr schön, siehst du jetzt. Na gut, für unsere Hauptstadt hier, da wir gerade eh nichts anderes wirklich zu tun haben, bauen wir hier nochmal ein paar Bauarbeiter. Hier könnten wir noch ein Amphitheater bauen, machen wir. Ja, ist noch immer nicht dabei, ne? Also, das ist ja wieder extrem unglücklich. Das heißt, hier die beiden, das sind von den drei, also das ist ja Zukunftstechnologie, die dreien. Von den dreien brauchen wir zwei Stück. Die sind leider alle nicht da. Noch ein Scientist. Angrenzende Sumpfgebiete. Ja, das ist ein ziemlich schwacher Ingenieur. Naja. Mach mal. Und hier haben wir irgendwo. Hier haben wir noch zwei, ne? Aber machen wir einfach. Reicht mir. Waffenkammer, warum nicht? Ja, hier können wir auch ein paar Bauarbeiter bauen, dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen Seastats, Seebehausungen. Können wir auch mal einen Bauarbeiter bauen. Du holst uns wieder diese wunderschöne Route da. Du sammelst hier Quellen. Echt ein seltsamer Kontinent, den haben, deswegen sind die auch nicht so extrem vorangekommen. Also hier konnte sich keiner, sag ich mal, snowballen, also keiner richtig stark werden von den beiden. Ja, also erstmal deswegen, weil der Maori hier eingeboxt ist. Und andererseits, weil dieser Kontinent so gebogen ist, dass sie zwar schön ausbreiten konnten, aber nicht effektiv. Wir haben ja auch schönes Wachstum eigentlich, aber können da nicht wirklich viel mit anfangen. Ne? Also Allianzen wieder erneuern. Oh, ne, er will nicht. Oh, jetzt hassen sie uns wieder alle. Ah ja, okay, hoffen wir, dass das in der nächsten Runde vielleicht noch anders wird. Sonst haben wir jetzt bald einen Krieg an den Fersen. Müssten dann eigentlich ein Lager hier bauen, aber das ist mir eigentlich zu wertvoll alles. Ich möchte gucken, ob ich hier vielleicht eine 40er Stadt noch schaffe. Das fände ich schön. Ach stimmt, die müsste ich eigentlich wegschaffen. Der hier kann hier hingehen, weil der 7 Ladungen hat. Bau weiter. Machen wir auch mal ein bisschen auf Produktion. Machen wir einfach mal hier durch. Und du baust aber jetzt mal anderes Terra Akademie. Meetinghaus, warum nicht? Und jetzt hauen wir uns hier ein paar Seehäuschen rein. Am Riffe haben wir nicht so viel. Ich glaube, wir hatten. Irgendwo war, hatte ich mal Riffe gesehen. War das hier? Ja, hier war Riffe. Hier ist noch eins. Aber nicht so wirklich viel. Und hier ist noch Öl, müssen wir noch anbauen. Stimmt, das wollte ich auch machen. Dass ich jetzt die ganzen Ladungen verschwende. Und dann mache ich jetzt auch mal Pause wieder. Oh, da hat jemand die Stadt hier oben. Sudo. Okay. So, wo sind sie jetzt? Da, Smart Materials, das brauchen wir als erstes. Und dann brauchen wir das hier noch. Die beiden sind unsere. Das heißt, ernsthaft, die beiden, die wir brauchen, sind beide am Ende. Also das hier ist jetzt hier und das ist dann das andere, was wir noch brauchen werden. Autsch. Ich habe mich so gefreut, dass wir es vielleicht unter der Hälfte der Zeit schaffen, weil es so eine gute Runde ist, aber nee, ist nicht so. Ich hätte doch noch ein paar Campusse bauen sollen hier überall. Echt keine gute Idee, dass. Ich dachte eigentlich auch, das reicht alles, brauchen wir nicht. Ja, dann Fehler. Nein.
Also wie siehst du jetzt, zack, 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 jetzt können wir hier alles voll spammen mit den Sachen, die wir noch nicht haben. Hier können wir nochmal aufbauen gehen. Öl wollte ich anschließen, das kommt dann die nächste hier dahin. Wo ist hier das Öl rein? Hier nee, siehst du jetzt überall hin pumpen. Auch noch Öl, das können wir auch noch gebrauchen. Wellen beschaffen bitte. Dann machen wir jetzt erstmal eine Pause, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich denke mal, nächste Folge könnte die letzte sein. Ah, ich versuche nochmal kurz, nochmal Freundlichkeit mit denen zu schaffen. Ne, das ist nicht gut, das kann halt jetzt passieren, wenn sie einen Krieg erklären, aber... Also aus der Zulu, der ist halt schon gefährlich, da habe ich jetzt nicht wirklich Angst. Nur gucken, dass wir noch, wo ich das nämlich nächstes Mal vergesse, hier upgraden, damit wir den Damage haben. Hier auch bitte. Der ist upgraded, ist gut. Okay, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, dann bis zum nächsten Mal.